Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker 2! Und anscheinend ist es so, dass bei jedem neuen Starten des Spiels auch der Anfangsscreen hier anders ist. Das finde ich ziemlich witzig, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, es gibt immer nur einen Screen, aber nope, es gibt einfach 80 Milliarden oder so. Eben als ich das gestartet habe, da war auch nicht nur Mario hier, der rumgeduddelt ist, sondern... Lol. Sondern da waren auch noch Peach, nee, nicht Peach, aber Toad und Toadette und Luigi sind damit rumgelaufen. Das war aber ein sehr einfaches Level, muss ich sagen. Das in der ersten Folge war ein bisschen schwerer. Ja, wir spielen auf jeden Fall heute wieder den Abenteuermodus weiter. Ja, ich weiß, gestern kam kein Video dazu, denn ich war gestern den ganzen Tag unterwegs und ich bin keiner, der halt immer voraus aufnimmt. Deswegen hatte ich kein Video und jetzt bin ich noch später als alle anderen. Aber ist mir egal, Leute. So, was hast du denn heute für uns, kleiner Toad? Aufträge! Na gut, dann machen wir heute den Münzkeller. Das klingt doch nett. Ach ja, der launische Geldsack hat uns einen Münzkeller gebaut. Oh, ich sehe gern anderen beim Schuften zu, um mich daran zu ergötzen, dass ich selbst nicht arbeiten muss. Zu diesem Zweck habe ich im Untergrund Münzen verteilt. Willst du nicht da untersteigen und alle aufsammeln? Du kannst sie dann behalten, ich habe genug davon. Hohoho. Warum ist das Schwierigkeit 3? Wir müssen alle Münzen sammeln. Oh, deswegen wahrscheinlich. Alle 30 Münzen und dann das Ziel erreichen. Das ist nämlich auch was Neues in diesem Mario Maker 2. Glaube ich zumindest, dass man eine Win-Condition reinpacken kann. Das finde ich cool, finde ich toll. Zum Beispiel, dass man mit Yoshi das Ziel erreichen soll oder halt wie in diesem Fall, dass man einfach 30 Münzen einsammeln soll. Finde ich mega nice. Wir haben 5 Minuten Zeit. Alter, voll der krasse Effekt da eben. Habt ihr die gesehen? Und es ist wieder dieser neue Mario-Stil. Ein Sternchen! Wozu? Brauche ich den für irgendwas? Ich hoffe, der resettet, wenn wir ihn wirklich brauchen. Ja, und überhaupt. Nicht, dass wir jetzt alle 30 Münzen einsammeln müssen, während wir den Stern haben. Das wäre nämlich ziemlich assig. Und wenn es der einzige Stern ist. Ich glaube, diese Glasbahnen sind auch neu in diesem Spiel, nicht wahr? Okay, aber wenigstens wird... Muss man die alle töten? Nee, ne? Die lassen, glaube ich, nichts fallen. Aber vielleicht ja doch. Aber ich glaube nicht. Okay, wir gehen hier wieder raus. Ich glaube, die sollten einen nur ablenken. Hier da oben links wird angezeigt, wie viele Münzen man braucht. Wir haben... Leute, was sind das denn für Gegner? Die sehen aus wie diese Herzlosen von Kingdom Hearts, Leute. So ein bisschen, oder? So ein bisschen sehr, finde ich. Ja, diese Glasbahnen sind aber neu... Und wie ihr seht, man kann da so reingehen und dann... Oh, jetzt habe ich da eine Münze nicht eingesammelt. Und dann wird man halt am anderen Ende der Röhre wieder freigelassen. Und die Gegner können es auch nutzen, wie ihr seht. Und das ist alles ganz toll. Kann man auf jeden Fall auch noch tolle Sachen mitmachen. Okay, ich denke einfach, wir müssen einfach nur in alle 4 Türen rein. Scheint jetzt nicht so schwer zu sein. Ist das ein Boss? Oh mein Gott, der kann... What? Okay, der kann sich unsichtbar machen und ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Aber es ist einer von diesen... Schergen von Bowser, oder? Ist das sogar... Nee, Kind ist das, glaube ich, nicht. Es ist nicht Bowser Jr. oder so. Kann man die denn vernichten? Ja. Das war sogar die richtige? Nee. Okay, das wäre hier quasi ein kleiner Miniboss. Ich hoffe einfach mal, man muss die nicht vernichten, um alles zu haben. So, hi. Wieso habe ich eigentlich keine Mütze auf als Mario? Okay, ein paar Koopas. Das sieht jetzt nicht so schwer aus. Langt das denn? 5 Münzen noch? Ja, okay, perfekt. Na, ach, come on! Das ist doch... Okay, diesmal nehme ich wieder den Stern mit, ohne Witz. Die linke Tür war richtig assig. Ich bin eben nochmal gestorben und dann kam wieder Luigi und hat gesagt, ja, du bist scheiße, nimm noch ein paar Hilfsmittel. Aber nein, Luigi, ich brauche so einen Kack nicht. Ich kill... Oh, das wäre viel schlauer, wenn ich alle einfach getötet hätte mit dem Stern. Mist, jetzt ist immer noch ein Gegner. Der wird mich locker töten. Ich kenne dich doch, du kleiner Koopa, ich kenne dich doch. Du hast ganz fiese Gedanken und so. Okay, aber diesmal ging alles gut. Leute, Leute, habt ihr gesehen? Der ist zu seinem Panzer wieder zurückgegangen. Meine Güte, ich bin auch noch übelst geschafft von gestern. Das war irgendwie mega anstrengend. Erstens, ich hatte nur 3 Stunden Schlaf, ja? Und dann musste ich gestern den ganzen Tag rumlaufen in dieser übelsten Hitze. Und das war alles nicht schön. Und da musste ich ganz viel essen, was auch anstrengend ist. Und alles sehr anstrengend, alles sehr anstrengend. Ich musste, zu einem musste ich in so einen blöden See halt schwimmen. Das war schon anstrengend. Schwimmen ist übelst anstrengend, Leute. Vor allem, wenn man wirklich schwimmen muss und nicht die ganze Zeit einfach nur im Planschbecken rumplanscht. Ja, der Westflügel ist fertig. Wuhu! Gut gemacht, kleine Toads. Das geht aber irgendwie viel zu schnell. Das hat 2% gebracht, dass wir das jetzt gemacht haben. Fertig! Ach, sieh mal einer an. Der Westflügel steht wieder. Zumindest das Erdgeschoss. Er zittert vor dem Genius der Bauleiterin. Ihr Ehrwürdigen. Ach ja. Wenn du das ganze Schloss betrachten möchtest, drücke R. Okay, keine Müdigkeit vorgetäuscht. Was willst du als nächstes bauen? Bauen wir doch gleich mal das Hauptgebäude. Wir haben ja gerade genug Geld. Das wird als beste Haus aller Zeiten. Kann man in den Westflügel jetzt eigentlich schon rein? Ach, die Bauarbeiten sind da. Der rote Toad macht das. So, mach mal ein paar Aufträge.
Hallo, grüner Tod. Darf man das mal besichtigen, was du da gebaut hast? Mistflügel-Idee in Toto Completo. Am liebsten würde ich sofort mit ersten Erzgeschoss weitermachen, aber dafür muss ich erstmal das erste Hauptgebäude fertig werden. Okay. Also wir müssen erst die unteren Reihen hier fertig machen, damit wir dann nach oben bauen können. Hallo, kleiner Wuffel. Oh, er hat einen Auftrag für uns. Was hast du denn für uns? Oh, ja. Er will... Der Kettengreifer greift mit Eifer. Hat auch 3 Sterne. Oh Gott, ich werde wieder ein paar Mal sterben. Wow, wow. Ich habe einen Auftrag für dich. Auf meinem Weg beim Gasse gehen werde ich immer von Kettengreifern gegriffen. Okay. Zeig mir mal, wie ich an denen vorbeikomme. Klar. Erreiche das Ziel, ohne gegriffen zu werden oder so. Es gibt... Was sind denn Kettengreifer? Habe ich so, glaube ich, noch nie gehört. Ah, okay. Die Dinger da. Ja, so Greifer halt. So wie aus den Spielautomaten früher. Und immer ganz tolle... Oh, schon verkackt, oder? Erreiche das Ziel ohne... Aber ich wurde doch jetzt schon gegriffen. Ist das jetzt schon falsch? Ich hab, glaube ich, schon verloren, ne? Weil ich mich hier reingepackt habe. Ich glaube, ich habe schon verloren. Wie kann ich das denn hier beenden? Machen wir nochmal einen Neustart. Weil sonst mache ich jetzt das ganze Level und dann sagt er mir, nö, du wurdest ja gegriffen, dann musst du das alles nochmal machen. Ja, den Greifautomaten. Habt ihr das früher auch mal gemacht, Leute? Ich meine, heutzutage ist das ja alles getürkt. Oh, danke, netter Kettengreifer. Und hier ist Eis, alles Klärchen. Aber wir machen das. Nein, ich dachte, man kann vielleicht, wenn man sich duckt, da vorbeikommen. Aber nope. Heute ist das mit diesen Greifern ja alles getürkt irgendwie. Und die gibt es irgendwie nur noch auf Jahrmärkten und so. Die dann einfach gar nichts festhalten. Aber früher hatte ich auf dem Campingplatz, da war auch so ein Greifer. Und der hat richtig gut gegriffen, muss ich sagen. Come on! Da konnte man sich dann jedenfalls richtig viele geile Stofftiere rausholen für 50 Cent. Oder vielleicht waren das sogar 50 D-Mark damals noch. Hey, die lassen ja einfach die Sachen fallen. Oh Gott, ich finde das so assig hier. Hilfe! Okay, ich glaube, man muss sich hier ein bisschen konzentrieren. Okay, schon klar, dass der Hund hier beim Gassi gehen ein paar Mal gegriffen wird. Ist gar nicht so einfach, kleiner Wuffi-Schnuffi. Kleiner... Oh nein, okay. Kleiner Marshmallow-Hundi. Meine Güte, wäre das Eis nicht da, dann wird das auch, wäre das auch alles viel besser. Man muss auf jeden Fall rüberhüpfen. Ach du Kacke. Hui, macht das einen Spaß. Okay, hier passiert bestimmt irgendwas richtig Assiges. Oh Mann, ey. Okay, hier nicht so ganz hoch und dann hier hochklettern. Und dann sind wir ja quasi schon da. Die 10 Münzen sind mir sowas von egal. Holy moly. Solange der nicht runtergeht, ist alles cool. Danke für das Ding. Wehe, wir müssen hier komisch ausweichen. Oh Gott. Okay, da unten ist zum Glück nichts. Und die tun dann bestimmt weh. Der lässt los. Was passiert? Oh nein. Oh, so viele neue Sachen, die ich vor allem noch nie so gekannt habe. So viele Sachen. Okay, hier hoch. Wie soll man bitte die 10 Münzen holen, ohne dass er einen greift? Mach ich nicht. Ach so. Ach, er lässt es einfach los. Klar. Hätte ich inzwischen auch mal wissen können tun. Das kriege ich niemals hin. Hilfe! Nein, warum? Lass mich los, du blödes Ding! Oh nö, so knapp vom Ziel, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Wie soll man denn da vorbeikommen? Oh. So ein Kacklevel. Das ist voll schwer. Hundi, was hast du mir da für ein Level gegeben? Ich habe tatsächlich meine ganzen 5 Leben verloren. Mamma mia, dein Level ist mir zu schwer, kleiner Wuffi. Okay, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, man kommt hier viel besser durch als kleiner Mario. Also wenn ihr Probleme bei dem Level habt, dann versucht das einfach mal als kleiner Mario. Finde ich auf jeden Fall viel besser, wenn man hier nicht diese doofen... Nein, geh weg, ich will dich nicht! Sehr gut. Hilfe, bitte nicht. Bitte gar nichts hier, danke. Okay, hier ist glaube ich eh egal, ob man jetzt klein ist oder nicht. Aber juckt nicht. So, vielleicht habe ich ja jetzt eine kleinere Hitbox. Und werde jetzt weniger... Nein! Mann, ich bin aus Reflex gehüpft! Scheiße! Einfach aus meinem Gefährt rausgehüpft. Sollte man nicht machen, wenn man am Fliegen ist. Einfach aus seinem Flugzeug raussteigen. Das ist keine gute Idee. Wisst ihr was? Ich lasse mich hier jetzt einmal treffen, damit ich wieder klein bin. Weil ich glaube wirklich, das ist besser, wenn man klein ist hier. Dann hat man auf jeden Fall eine kleinere Hitbox. So, wie kann ich jetzt nach oben? Ah, einfach nach oben drücken. Okay, das macht Sinn. Man muss gar nicht hüpfen. Okay, so von den Dinger wieder aufpassen. Ich glaube nämlich, die töten einen trotzdem. Auch wenn man in diesem komischen Bowser Junior Gefährt drin ist. Oh, die wachsen sogar nach. Lol. Okay. Ist aber auch super assig, dass die einfach ganz am Ende diese schwere Dinge hingepackt haben. So, wie ist das denn jetzt am besten? Eigentlich durch die Mitte einfach durch, oder nicht? Ich glaube schon. Guck, ist doch gar nicht so schwer. Oh mein Gott. Okay,
Okay, da immerhin 200 Münzen dafür bekommen. Das lohnt ja wenigstens. So, Wuffi, hast du zugeguckt, wie das geht? Du musst einfach ganz klein sein und dann passt das schon. Dann kriegst du das schon hin. Er hat nicht noch einen Auftrag für uns, oder? Wuffi, was geht denn bei dir ab? Wow, 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 noch ein Auftrag. Was denn genau? Ist der auch wieder so schwer? Evakuierung im Panzer... Nee, Mann, Wuffi. Ich habe keine Lust auf diese 3-Sterne-Dinger. Die sind viel zu schwer. Viel zu schwer. Hier, Toad, gib mir was Einfacheres. Hier, guck mal, was ich für dich habe. 2er-Einer. Ja, jetzt brauche ich erstmal so eine 1er-Schwierigkeit hier. Schuhgumbas können ganz schön nerven. Aber wenn man ihre Schuhe klaut, kann man über Stacheln gehen. Wenn du ein anderes Modell ausprobieren möchtest, steig einfach mit Hilfe von R aus. Mit den großen Variante kannst du in der Luft mit nach unten eine Stampfattacke ausführen. Hit DJ, okay. Das sind, glaube ich, diese Schuhe, in denen man einfach drinne ist, ne? Und dann kann man toll hüpfen. Ich glaube, das war das. Schuh, Schuh, Schubidu. Das ist ein tolles Lied, die du. Aber ja, war auf jeden Fall gestern mega anstrengend. Ich war, wer fragt, in Bad Oldesloe heißt das, glaube ich. Da, das ist so ein Schuhgumba hier. Dankeschön, kleiner Schuhgumba. Kann man da rein? Nee. Und, ah, okay, so kommt man raus. Und es gibt anscheinend noch andere Schuhe. Und damit kann man über diese Schubidubis hier rüber. Ja. Ich war in Bad Oldesloe bei Karl May. Sommerspielen, Festspielen, Dingsbums. Die zeigen da, glaube ich, jedes Jahr. Ich bin da auch mir auch nicht so sicher. Ich war damals Kind das letzte Mal und da habe ich die Story halt überhaupt gar nicht gerafft. Und jetzt war ich das erste Mal als Erwachsener und jetzt habe ich die Story tatsächlich mal gerafft. Und die zeigen mir so ein Schuh des Manitou. Ja, Theaterstück, mehr oder weniger, in so einer Freilichtbühne. Das heißt, unter... Wo kommt man denn da unten lang? Wahrscheinlich mit einem kleinen Schuh, ne? Ja, guck mal, ein Darmschuh, den hätte ich gern. Gib mir den Darmschuh. Geht das nicht? Ich hätte gern den Darmschuh. Doch, haha! Ich habe einen Damenschuh. Schöne Sache. Ja, die zeigen da Schuh des Manitou. Und ja, in freier Luft Bahn tun. Quasi ein Open-Air-Konzert-Tribüne-Dingsbums. Und da waren wohl ganz tolle Schauspieler dabei aus GZSZ und eine Australians Next Topmodel-Dame. Ich weiß das nicht so genau. Nee, Austria. Austria ist, glaube ich, Österreich, ne? Ja, auf jeden Fall sowas. Und die haben da alle mitgespielt. Und keine Ahnung, Alexander Klavs hat da mitgespielt als Winnetou. Als erstes, das erste Mal. War ganz witzig. War ganz gut. Hab mich nicht gelangweilt gefühlt auf jeden Fall. Kann ich empfehlen. Aber ja, deswegen musste ich irgendwie schon um 8 Uhr morgens aufstehen. Und dann hatte ich halt keinen Schlaf. Und dann war ich den ganzen Tag da. Und hab super den Sonnenbrand. Obwohl das nur so ein kleiner Sonnenbrand ist irgendwie. So ein mittelschwerer Sonnenbrand. Also... Die Haut ist so irgendwie gestrafft, keine Ahnung, wie man das erklären soll. Das ist so ein bisschen, die zieht so ein bisschen nach außen, ich weiß nicht. Also es tut so ganz minimal weh, aber auch nicht wirklich, als wenn es ein richtiger Sonnenbrand wäre, sondern wirklich nur so ein ganz kleiner, komischer Sonnenbrand. Kettengreifer, trimm dich, Fahrt. Und ja, obwohl ich mich eingecremt habe, das war ein bisschen komisch. So, ich habe einen richtig coolen Kettengreiferkurs angelegt. Wer es ins Ziel schafft, kriegt eine Belohnung. Wenn du an einen Kettengreifer hängst, schwing mit Bla hin und her und spring mit B ab. Hatten wir eben auch schon. Wieder der Hit-MC hier. Alles voll die Musikmacher hier. Das Theaterstück hieß auf jeden Fall Untergeiern. Oder so, Untergeiern. Karl Marx, Untergeiern, bla bla bla. Hier haben wir diese Greifer. Gibt's die nur an diesen Mario eigentlich? Hui! Okay, das ist ja jetzt gar nicht mal so schwer. Ich sammle alle Münzen ein, weil ich ein guter Mario-Spieler bin. Hi! Okay, das ist aber schon wieder... Das ist witzig. Solche Online-Level würde ich mir wünschen irgendwie. So Online-Level, wo man auch diese Mechanik ausnutzen muss. So eine Schwingmechanik ist immer ganz nett, finde ich. Ich weiß, wir hätten jetzt auch einfach mit dem Pilz darüber gehen können. Aber ich mach's cool, so wie der Levelersteller das auch wollte. Pow, 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 sterbt. Alle. Sehr schön. Da kann man das Ding bestimmt runterschicken. Haha, guck mal, wie gut ich bin. Gar nicht so doof. Also manchmal schon, aber nicht immer. Okay, einfach runter. Fallen lassen? Nein, ich will doch alle Münzen. Jetzt kann ich nicht mehr alle Münzen mitnehmen. Oh, wo soll das denn? Das ist cool. Sehr kreativ, muss ich sagen. Ich glaube, sowas werde ich auch in mein Level einbauen. So eine Schwing-Animation, Dingsbums. Das macht Spaß. Keine Ahnung. Dankeschön. Und ein Ab. Stimmt, bei diesem Mario ist das auch noch so, dass man am Ende bei dieser Box, in die man reingeht, dass er da auch das Ziel darstellt, dass je nachdem, was da angezeigt wird, das bekommt man dann. Ist quasi noch so ein bisschen Glücksspielelement mit drin, damit man die Spieler auch ja süchtig macht. Und schon 11% fertig. Einige von euch meinten auch, man macht die Story halt richtig schnell fertig. Wenn jedes Level 2% bringt, ist das halt echt voll krass. Dann gibt es sogar nur 50 Level oder wie. Aufträge, Aufträge, Aufträge. Ja, 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 so viele Aufträge. Riesenkugel, Willi, Kanonade.
Diese Riesenkugel es werden eine Überraschung für Mario sein. Er wird nach oben gucken, nach unten und zur Seite. Oh nein. Sorry, kurze Unterbrechung, weil Sachen und so. Wo war ich? Nach oben und so. Ach so, da kriegt man dann einen Nackenverspannung bestimmt. Aber sie werden aus der Tiefe kommen. Jetzt brauche ich nur noch ein Versuchskaninchen. Wer traut sich? Gibt auch Kohle, falls ihr überlebt. Cool, Papa von Anonym. Der Papa von Anonym. Okay, Papa von irgendwem. Sehr schön. Na gut, mache ich. Ich überlebe bestimmt nicht, weil ich ein schlechter Mario-Spieler bin. Riesenkugel wie Lee Kanonal. Das ist bestimmt auf so ein Luftschiff, oder? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil Kanonen immer meistens... Oh, nein. Das Level kenne ich. Das haben die, glaube ich, im Treehouse gezeigt. Okay, da bin ich hier ja schon Profi drin. Das Level habe ich mir ganz angeguckt. Genau, hier gibt es so ein Catsuit. Und ich sammle mal alles, nicht alles ein. Ich meine, wir haben sowieso genug Stuff. Wir waschen ja einfach durch, oder? Oder wollen wir alle Sachen einsammeln? Meistens kommt halt der Spaß erst, wenn man tatsächlich alle Münzen mitnimmt, weil dann erst die Herausforderung in den Story-Leveln kommt. Wie zum Beispiel... Ja, jetzt ist das gerade noch nicht so, aber da zum Beispiel. Hier muss man zum Beispiel... Das habe ich im Treehouse gesehen, das hätte ich niemals ausprobiert. Man kann diese Kugelwillis so zur Seite lenken, damit man da rankommt. Und wenn man jetzt einfach nur durchwaschen würde, zum Beispiel, ohne die ganzen Münzen zu holen, dann wüsste man das ja niemals. Deswegen, es bringt einen sogar was. Oh. Rein vom Spielverständnis her, wenn man die ganzen... Ups. Wenn man die ganzen Kugelwillis einfach mal irgendwo hin schickt. Deswegen, ich würde sagen, wir machen das einfach, oder? Oh Gott, oh Gott. Nein, mein Catsuit! Wo kriege ich denn jetzt ein Catsuit? Nein! Moment! Habe ich schon geschafft? War es das schon? Hallo? Ja, okay. Komm ich da oben trotzdem nochmal hin? Kann der so einen Dreifachsprung machen? Warte, das möchte ich einmal ausprobieren. Eins, zwei, drei! Nee, kann er nicht. Okay. Hätte ja sein können. Mario Time! Hä? Hatte das nicht auch drei Sterne, das Level? Oder waren das zwei? Das war nämlich sehr kurz und sehr leicht, möchte ich meinen. Hauptgebäude, Erdgeschoss, fertiggestellt. Yay! Können wir jetzt endlich reingehen? Weil der Linke meinte doch, er will mir das zeigen. Hallöchen. Oh, Westflügel ist immer noch fertig, aber dafür muss erstmal alles fertig gemacht sein. Ach so, jetzt brauchen wir auch noch den Westflügel und dann, nee, den Ostflügel. Und dann können wir wahrscheinlich erst reingehen. Hi, ich habe immer noch genug Geld. Ja, hier, hi, es soll bitte im Ostflügel weitergehen. Das ist nämlich das Einzige, was ich noch brauche. Alles klar, an die Arbeit, Leute. Das macht der blaue Toad. Hat jeder seinen eigenen Flügel, das ist auch nett. Anstatt, dass sie einfach alle zusammenarbeiten, nope, jeder hat seinen eigenen Kram. Okay, ich mache weitere Aufträge, danke dafür. Okay, hatte nur zwei Sterne, dann kein Wunder, dass das so einfach war. Das Haus der vielen Schlüssel. Oh nein, das ist bestimmt ein Rätsel. Ich habe gerade keine Lust auf Rätsel. Wir machen wildes Gewippe. Von Sportlehrer. Ich habe ein paar Wippen aufgebaut, um einen schönen Trimmlichtpfad zu erschaffen. Falls sich auf einer Wippe Bösewichter breit gemacht haben, hilft vielleicht eine Stampfattacke auf der anderen Seite, um sie wegzukatapultieren. Langes Wort. Einfach springen und nach unten drücken. Okay. Viel Erfolg! Danke, kleiner Toad. Wird schon werden. Kann das wilde Gewippe hier losgehen, ja? Hä? Okay, das habe ich noch niemals in einem Mario gesehen. So viele neue Sachen hier. Ich glaube, ich habe wirklich einfach viel zu lange kein Mario gespielt, als dass ich das alles kennen könnte. Die Sachen gibt es bestimmt schon seit Jahren und ich habe das einfach noch nie gesehen in einem Mario. Eine Wippe? Das ist voll der Brainfuck für mich, Leute. Eine Wippe in einem Mario ist mega krass. Warte, da ist bestimmt irgendwas Cooles drin. Wie, da ist noch eine Münze drin. Mit dem Catsuit auch. Zumindest ein Leben? Okay. Brauche ich jetzt nicht. Ich habe sowieso unendlich Versuche, aber trotzdem danke. So, hi. Kommt mir aber ein bisschen so vor, als wenn die Story-Level tatsächlich sehr, sehr einfach wären. So, hier müssen wir locken. Oh, okay. Mach nochmal. Dankeschön. Das finde ich auch schon wieder cool. Da kann man doch bestimmt auch rein. Ein Bonus-Level. Okay. Verstehe ich jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Wir sind locker. Okay. Wo gehst du hin? Hallo? Wo ist er hin? Hä? Hallo? Ah, lol, hier oben geht's weiter. Aber bringt mir das was? Nö. Hä, wieso? Wo ist er denn jetzt hin? Der hätte das hier locker kaputt machen können, oder nicht? Ich kann da nämlich nicht vorbei. Hä? Ist der jetzt im anderen Bildschirm drin oder so? Wo ist denn der Dude jetzt hin? Leute, ich bin übelst verwirrt.
Wo ist der große Koopa hin? Also wenn ich ihn jetzt nicht hier gleich irgendwo sehe, dann bin ich sehr verwundert. Kann man eine Stampfattacke machen? Ja, okay. Alles weit. Ich bin... What the hell? Okay, du bist zu schwer, deswegen kann ich das nicht nach... Hä, das ist ja auch übelst assig. Hilfe! Okay. Irgendwie muss er sich hier ganz schön konzentrieren. Hä, wie soll ich denn da rüberkommen? Leute. Leute, was ist hier der Plan, hä? Ich glaube, ich brauche einen Panzer oder so. Aber wo kriege ich denn jetzt einen Panzer her? Hallo, kannst du mitkommen? Ich hab dich sauber gemacht. Komm mit. Komm mit. Er will nicht? Wieso willst du nicht? Hä? Ich weiß noch nicht, wie ich an den vorbeikommen soll. Hab ich... Oh, ich habe eine Drehattacke. Vielleicht damit? Okay. Das lief schon mal gar nicht. Sehr schön. Okay, ich glaube also, wir brauchen auf jeden Fall den Cooper-Dude hier. Beziehungsweise die Schale. Dann kann ich jetzt aber erstmal diese 10 Münzen da nicht mitnehmen. Das, nein, was? Cooper, du kannst doch nicht einfach da rausgehen. Hallo? Ich habe hier Sachen vor. Bitte behindere mich nicht in den Sachen, die ich vorhabe. So, jetzt gehen wir hier rüber, ohne zu sterben. Oh, Mann. Okay, jetzt bin ich doch froh, dass wir dieses eine One-Up da bekommen haben. Luigi, halt die Schnauze. Kann man das irgendwie ausstellen, dass der Luigi mal ankommt und sagt, du bist ganz schön scheiße. Nutz Sachen, damit du besser bist. Das nervt so ein bisschen. Okay, wir könnten natürlich den Koopa hier ablegen. Lol, der tut dann einfach instant weh, wenn er rausgeht. Das ist auch super assig. Nein, Moment. Nein, mein Koopa. Oh, Mann. Ja, ich raff's nicht. Oh, man kann in der Luft auch noch so eine zur Seite-Attacke machen. Das ist natürlich gut. Vielleicht muss man die einfach so... Ah, einfach eine Stampfattacke. Lol. Okay, aber mit Stampfattacke ist das natürlich super einfach. Man sollte vielleicht einfach mal auf die... Nein! Ja, okay, ich bin jetzt sowieso vorbei. Aber will ich da hoch? Ich glaube, ich will da hoch. So, jetzt... Come on, ich komm da nicht hoch! Mario ist zu schwer für mich. Ich kann Marius nicht. Marius ist... Mario-Spiele schwerer als Dark Souls? Ich glaube schon. Oh, ich hab's hinbekommen. Das bringt mir... Doch, da oben. So, nein, nein. Komm. Ah, man muss springen. Also an der Wand abspringen und dann an der linken Wand auch nochmal abspringen. Schade, jetzt musst du alles nochmal von vorne machen. Ja, geil. Nochmal versuchen. Luigi überlassen? Wie Luigi überlassen? Warte, was passiert denn da? Luigi Time! Zeigt er uns jetzt einfach, wie das alles geht? Der macht das jetzt nicht wirklich für uns, oder? Dein Ernst? Okay, das ist also für die allerletzten Luschen. Warum sollte man ein Spiel spielen, ohne es zu spielen? Nee, ey, das war jetzt... Das ist ja kacke. Man kriegt sogar die volle Punktzahl? Ich könnte dieses Spiel durchspielen, ohne irgendwas selbst zu machen? Einfach, indem ich ein paar Mal sterbe? Nee, komm. Das machen wir doch mal. Ja, Luigi steht jetzt da. Nein, das mache ich selber. Hallo? Lass Luigi doch nicht mein Fame hier abholen. Ich bin hier der coole Bruder. Wer ist Luigi? Ich kenne keinen Luigi. Oh, Achtung. Okay. Okay, hier kann man runter, aber ich will natürlich... Cool, wie ich bin. Oh, komm. Dieses Spiel macht dich fertig. Mann, dieser erste Kack... Diese scheiß Piranha-Pflanzen hier, ohne Witz. Wenn die erste nicht immer so assig wäre... Oh, Mann. Man kommt hier immer so schlecht rauf auf dieses erste Ding. Der ist richtig nervig, dieser erste. So, jetzt aber. Muss ich hier nur hochkommen, ohne Leben zu verlieren? Und dann bin ich doch safe. Ja, danke. Endlich mal als Großer hier. Eins. Ich komme da nicht hoch. Na, ist nicht dein Ernst. Ich werde wieder sterben. Ich will aber jetzt diese 30 Münzen da... Mann! Was, ohne Witz, das kann doch nicht so schwer sein. Du hüpfst hier hoch, hüpfst da hoch. Siehst du? Ist doch easy. Meine Güte, warum war das jetzt so ein Problem? Man weiß es nicht so genau. Hier kommt bestimmt noch irgendein Boss. Leute, hier ist einfach schon das Ende. Ey, ich hinge jetzt so lange dran. Das ist unfassbar. Einfach nur wegen diesen 30 Kackmünzen da. Aber irgendwie macht es ja Spaß, nicht wahr? So, ich hoffe, diese blöde Luigi-Flagge ist jetzt da weg. Hä? Zählt ihr das jetzt doppelt? Einmal, weil Luigi das gemacht hat und einmal, weil ich das gemacht habe? Das fände ich komisch, ehrlich gesagt. Ha! Luigi, du Blödmann! Kriegst hier keine Flagge. Ich mach das alles selber. Oben und unten. Ich glaube, ich habe meinen Tunnel bis zur anderen Seite des Planeten gegraben. Dort ist alles verkehrt herum. Ja, man kennt's. Irgendwie lustig, aber auch irgendwie verwirrend. Hügel runterrutschen kann man dort zum Beispiel mit nach oben Taste. Der fiese Maulwurf. Da ist aber weit gegraben. Ich glaube, dann ist das jetzt so ein Dark Level, oder? Weil da wurde das, glaube ich, eingeführt mit diesen oben, unten.
Es ist auf jeden Fall dunkel. Wow, okay, kleines Viech. Das kenne ich auch schon aus dem Treehouse, ja, tatsächlich. Okay, dann weiß ich. Wenn man nämlich in eine Röhre reingeht, dann ist alles verkehrt herum. Jedes Mal. Oh Gott, da muss man dann auch echt mit dem Kopf umdenken, was man denn jetzt überhaupt machen will. Ist da irgendwas Cooles drin? Ja, tatsächlich ein Pilz. Nice Sache. So, guck mal, die schießen ja nach unten und so. Jetzt sind wir einfach in einer anderen Welt. Dann haben die aber doch relativ am Anfang die Level... Oh Gott, die Level gezeigt. Kann es sein, dass ich der schlechteste Mario-Spieler aller Zeiten bin? Vielleicht sollte ich doch mal in andere Let's Plays reingucken. Hat man ja sehr viel Auswahl bei Mario Maker in den Story-Modus. Zumindest von den Leveln, die ich bisher schon gesehen habe. Ob sich die anderen genauso blöd anstellen oder nicht. Oh Gott, gib mir den Pilz. Weil irgendwie, ich fühle mich sehr, sehr schlecht. So, come on. Einfach nur im richtigen Moment abspringen. So, und jetzt muss man hier einfach noch nicht darunter gehen, sondern erst später. Erstmal in die Röhre hier rein. So, jetzt sind wir wieder hier unten und jetzt können wir hier... Danke, kleines Viech. Hier wieder den Pilz rausnehmen. Ach, da gab es sowieso nur einen Pilz, dann war das ja sowieso voll unnötig. Klack. Ja, so muss man dann hier anscheinend die ganze Zeit hin und her wechseln. Oh, wollen wir uns die 10 Münzen holen? Gut, jetzt kommst du nochmal her. Komm mal her. Ja. Zack. So, ich nutze dich jetzt aus. Da würde ich die 10 Münzen dir bekommen. Leute, sammelt das sogar ein? Okay, das merke ich mir. Wusste ich zwar eigentlich auch schon, aber merke ich mir aber trotzdem. Ah, das ist voll assig, wenn die da runtergehen. So, einmal den Pilz hier mitnehmen. Ah, ist leider nur ein One-Up. Ich hätte gedacht, da ist ein schöner Pilz drin, aber One-Ups braucht doch keiner. Oh, Moment. So, ich hoffe, das ist richtig, was ich hier mache. Okay. Nein, wieso ist da kein Pilz drin? Es kommt ja auch noch eine Wippe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie soll ich das nur überleben? Warte, ich will da rein. Also ich Münzen. Was ist da? Noch eine Tür. Okay, wir müssen also auf jeden Fall in die Tür rein. Hä? Ich raff's nicht. Muss ich jetzt nach unten oder nach oben klicken? What am I supposed to do? I don't know. Moment. Bin ich vielleicht auf der falschen Seite? Oben? Hä? Macht's einfach nicht. Ich hab das Gefühl, ich muss doch in die andere Welt hier. Und dann von oben dahin. Warum auch immer. Ja, jetzt ist die Tür richtig rum. Und jetzt kann man da auch reingehen. Guck mal, hier gibt es auch eine 30. Guck mal. Es gibt zwei dieser 30-Münzen-Dinger. Das war's jetzt schon, oder was? Okay, was wollen wir denn haben? Ist eigentlich egal, ne? Weil das in jedem Level sowieso anders ist. Ich glaube, am besten ist... Nee, weiß ich gar nicht. Ich glaube, der Stern ist am besten. Der gibt vielleicht 10 Münzen oder 20 oder so. 10. 10 ist ja immer das Höchste, ne? Und wieder viel zu viel Geld gesammelt. Geil. Damit haben wir den Ostflügel auch fertig. Sehr gut, blauer Toad. Hast du super gemacht. Können wir da jetzt endlich mal rein? Das ist ja quasi das Fundament alles fertig. Ja, Rubbel. Hallo, Rubbel. Den schauen wir uns in der nächsten Folge an. Weil ich würde sagen, das war's erstmal mit dieser Folge. Ich habe das Gefühl, das ist nicht mal 30 Minuten gewesen, aber die Aufnahme ist jetzt zu lang. Ich kann das schwer einschätzen, weil da so viele Unterbrechungen waren. Gut, dann würde ich sagen, was war's mit dieser Folge. Wir sind jetzt schon bei 20% nach gerade mal 2 Folgen. Das ist ultra krass schnell. Ja, und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.